Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde des Amboss Studientelegramms, Markus at Home begrüßt in München Herrn Professor Hans-Joachim Anders, der Nephrologe an der LMU Klinikum München ist, sich seit 2 Jahrzehnten klinisch und wissenschaftlich intensiv mit der Lupusnephritis beschäftigt und mit dem wir eine in unseren Augen ganz spannende neue Fortbildungsreihe hier starten möchten. Passend zu der Veröffentlichung der neuen KDIGO-Leitlinie zur Glomerulonephritis möchten wir in den nächsten 6 Wochen die in unseren Augen 6 zumindest quantitativ spannendsten GN-Formen mit Global Leadern in dem Feld besprechen. Wir hatten 6 Traumreferenten uns rausgepickt und sind ganz froh, dass alle 6 bereit gewesen sind, sich in der nächsten Woche mit uns zusammenzusetzen. Herr Anders, ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit für uns haben. Meine Co-Moderatoren sind Paul Diefenhardt in der Universität Köln und Sarah Morell hier in Frankfurt. Mein Name ist Gunnar Heine, Nephrologe und Internist aus Frankfurt. Ich würde mal gleich anfangen, Herr Anders, wenn es für Sie in Ordnung ist, und zwar über die Diagnostik der Lupusnephritis. Es ist ja so, dass den meisten unter uns ja schon so allgemeine Symptome eines SLE bekannt sind, sei es mit der Photosensitivität oder den Hautexanthem oder den Arthralgien. Nun ist es ja so, dass bei der Lupusnephritis die Klinik ja doch erst etwas später in Erscheinung tritt, es aber prognostisch relevant ist, sie frühzeitig zu erkennen. Deswegen meine Frage an Sie: Welche diagnostischen Verfahren würden Sie denn benutzen, um eine Lupusnephritis frühzeitig zu diagnostizieren? Es gibt ja 3 mögliche Szenarien, wie man auf eine Lupusnephritis kommen kann. Die häufigste ist sicherlich bei Patienten, bei denen der SLE schon längere Zeit bekannt ist. Das sind Patienten, die in der Regel bei einem Rheumatologen in Betreuung sind, der oder die, denke ich, über die letzten Jahre schon sehr gut damit vertraut ist, regelmäßig eine Urinanalyse zu machen. Und da sind es dann tatsächlich die im Teststreifen auffallenden Auffälligkeiten im Urin, also Hämaturie und Proteinurie, die letzten Endes auf eine Nephritis hindeuten. Soweit sind die Rheumatologen, denke ich, gut geprimed und machen jetzt auch nicht unbedingt eine AOCR, wo sie erstmal die 500 Milligramm abwarten, was so in den Leitlinien steht, sondern die Kombination aus Hämaturie und Proteinurie letzten Endes als Hinweis auf eine Glomerulonephritis dann zur Überweisung und Biopsie führt. Dann gibt es die Patienten, die man auf einer Intensivstation kennenlernt oder die wirklich schwer krank in die Klinik kommen, wo dann erst im Rahmen der Differentialdiagnose die Diagnose Lupus gestellt wird. Und da hängt es ganz davon ab, wer als Erster am Bett steht oder als Erster die richtige Idee hat. Das kann der Nephrologe sein, muss aber nicht. Das wird dann sozusagen in der Klinik dann relativ rasch dann führt dann zur Biopsie. Aber was man auch immer wieder sieht, sind Patienten, die primär mal mit nephrotischem Syndrom auffallen und wo dann erst in der Biopsie sozusagen als Full-House-Pattern entweder dann eine membranöse oder auch eine proliferative Glomerulonephritis auffällt und man dann erst im Nachgang dann die antinukleären Antikörper bestimmt und die Diagnose letzten Endes dann erst gestellt wird. Also da gibt es durchaus unterschiedliche Präsentationsmuster und auch Wege, die am Ende zum Nephrologen oder zur Nephrologin führen. Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen spezifischer auf die Biopsie eingehen, Sie hatten ja schon so ein bisschen erwähnt, die akute Nierenschädigung, vielleicht eine Kombination aus Hämaturie und Proteinurie. Wann würden Sie denn konkret jetzt einen Patienten zum Beispiel mit SLE biopsieren, um eine Lupusnephritis eben zu diagnostizieren oder auszuschließen? Ja, immer dann, wenn es therapeutische Konsequenzen hat. Ne? Also bei einem Patienten mit einem schweren neuropsychiatrischen Lupus, der jetzt sowieso schon Cyclophosphamid mitkriegt, da ist, glaube ich, die Biopsie nicht zwingend erforderlich. Aber bei allen Patienten, die jetzt keine andere führende Organmanifestation haben, wo dann letztlich dann die Nephritis die Therapie auch definieren und bestimmen würde, da ist auf jeden Fall die Biopsie indiziert, um letztlich die Diagnose zu sichern. Denn es hat ja weitreichende Konsequenzen für die Patienten. Einmal, was die Prognose angeht, zum anderen, was auch die Therapie angeht. Uns interessiert es auch immer so ein bisschen, ob es gewisse Aktivitätsmarker gibt für die Lupusnephritis. Manche sagen dann zum Beispiel das Serumkreatinin oder Urinparameter mit einem ACR oder einer Proteinurie. Was halten Sie davon? Also korreliert das wirklich mit der Krankheitsaktivität oder soll man lieber die Finger davon lassen? Ja, also ich denke, das ist ein weites Feld und darüber kann man jetzt eine Stunde reden. Okay. Aber letzten Endes haben wir ja gelernt in der Nephrologie, dass man sich auf alles verlassen kann, nur nicht auf die Proteinurie. Das heißt, wir haben Patienten, die haben nephrotisches Syndrom und machen eine Nierenbiopsie und sehen eine Klasse 2.
Das sind dann Patienten, die haben im Prinzip eine klassische Podozytopathie. Da ist also der Lupus gar nicht das Hauptproblem, sondern die Podozytenschwäche, ob die jetzt genetisch bedingt ist, meistens genetisch wahrscheinlich, aber das ist jetzt im Bereich des Lupus noch nicht so wirklich gut etabliert. Aber es ist natürlich der Verdacht, dass Patienten mit einer Klasse 2 und dann nephrotischen Syndrom, dass die Immunkomplexe nicht deren Hauptproblem sind, ja, sondern dass die eine Podozytenschwäche anderer Genese haben. Aber das Typische ist natürlich die proliferative Lupusnephritis, und die kann mit ganz niedriger Proteinurie und ganz ausgeprägter Proteinurie einhergehen. Also es ist nicht die Höhe der Proteinurie, die das entscheidende Kriterium ist. Ich denke, als Nephrologe werden wir auch immer das Urinsediment anschauen. Wenn jetzt lauter Zylinder im Urin sind, da kann die Proteinurie auch nur 200 sein. Da stechen wir dann trotzdem rein und finden dann manchmal auch eine schwere proliferative Lupusnephritis. Also wie gesagt, auf die Proteinurie kann man sich nicht wirklich verlassen. Insofern, die steht ja in der ganzen Diskussion auch bei den klinischen Studien immer sehr im Vordergrund. Aber bei der Frage Biopsie ja oder nein, machen wir das vom klinischen Gesamtbild abhängig. Was hat es für klinische Konsequenzen, wenn man jetzt eine proliferative Lupusnephritis finden würde? Und wenn der Patient sonst nur Haut und Gelenke hat und da ist die Proteinurie 350, aber von der Tendenz eher ansteigend, dann stecken wir lieber früher rein als später, weil damit steckt mit Sicherheit wahrscheinlich eine proliferative Erkrankung dahinter, die dann die Therapie entscheidend verändern würde. Mhm. Und wie sieht es zum Beispiel mit serologischen Markern aus? Kann man zum Beispiel die Anti-DS-DNA-Antikörper nutzen oder auch eher nicht? Also grundsätzlich ist mal wichtig, einfach festzuhalten, es gibt ja neue SLE-Diagnostikkriterien und die sagen, ohne ANAS kein Lupus. Und man findet ja immer wieder mal so ein Full-House-Pattern und dann heißt es immer Lupus-Sine-ANAS. Ja, also das gibt es nicht, sondern der Lupus ist durch die Anwesenheit von DNA-Antikörpern, also antinuklearen Antikörpern definiert. Mit den Doppelstrang-Antikörpern ist das so eine Sache. Ja, also da gibt es natürlich Testunterschiede, aber letzten Endes gibt es dafür einen internationalen Standard. Und wenn die negativ sind, dann ist irgendwas komisch. Ne? Also dann muss man irgendwie auf die Suche gehen. Es gibt natürlich mal Leute, die haben dann aber einen stark positiven SSA-Antikörper oder einen RNP-Antikörper. Und das würde dann unter das Spektrum Lupuserkrankungen mit Sicherheit fallen. Da würde man keine therapeutischen Konsequenzen daraus ziehen, aber das sind wichtige Hinweise darauf, dass Lupusnephritis eben nicht eine Erkrankung ist, sondern viele Erkrankungen, die halt unter Mikroskop ähnlich aussehen. Aber da lösen wir uns ja gerade von dieser histopathologischen Sichtweise auf die Nephrologie. Das haben wir jetzt lange genug gemacht. Inzwischen gibt es andere diagnostische Kriterien, wo man merkt, dass in der Regel das Spektrum viel breiter ist, als es jetzt vom Mikroskop her naheliegend wäre. Aber das schon ein bisschen noch Zukunftsmusik auf und steht wahrscheinlich in den neuen Clinigo-Leitlinien noch nicht drin. Insofern will ich da jetzt auch keine Verwirrung stiften, aber die allermeisten Patienten haben zum Zeitpunkt der Biopsie doch Doppelstrang-Antikörper, sodass dann die Sache rund ist und man das abhaken kann und dann sich der Therapie zuwenden kann. Okay. Sie meinten ja schon so ein bisschen, eben die Klinik korreliert nicht unbedingt mit der Schwere oder der histopathologischen Schwere der Erkrankung. Ne? Wie wäre es denn jetzt mit einer Rebiopsie im Verlauf, um dann halt zum Beispiel den Therapieerfolg zu kontrollieren oder ein Rezidiv meinetwegen auch auszuschließen? Wann würden Sie denn ganz konkret mal eine Rebiopsie dann durchführen? Also da gibt es jetzt noch keinen klar definierten Standard. Das ist ein Thema, was momentan intensiv diskutiert wird, wo wir auch hoffen, dass wir darüber auch relevant die Versorgungsqualität unserer Patienten in der Zukunft verbessern können, aber es gibt noch keine belastbaren Daten. Es gibt jetzt einige neue Publikationen, die sagen, dass eine Rebiopsie zum Beispiel sinnvoll ist, wenn man nach Jahren der Behandlung und der klinischen Vollremission endlich mal die Therapie absetzen will. Das ist ja immer so eine Sache, wenn man weiß, einerseits, das ist eine lebenslange Erkrankung, ne, so wie ich meinen Impftiter für Tetanus nicht verliere, so verliere ich natürlich auch nicht meinen antinuklearen Antikörper, da gibt es einen Klon im Knochenmark, der macht das halt dauerhaft ein Leben lang. Also funktioniert ja das immunologische Gedächtnis. Deswegen ist eigentlich die Vorstellung, dass man die Therapie irgendwann beenden könnte, eigentlich seltsam. Aber man sagt immer, ja, wir haben aber keine Daten für 30 Jahre Therapie, also kann man das vielleicht noch nicht machen. Also und im Patientengespräch hat man natürlich immer wieder Patienten, die sehr darauf drängen, dass man die Therapie mal beendet. Und da gibt es jetzt schöne Daten. Das heißt, wenn man dann nochmal biopsiert, wenn eigentlich alles tipptopp ist, um zu gucken, ob jetzt in der Niere auch immer noch Entzündung ist oder nicht, weil von der Proteinurie her kann ich es allein nicht sagen, ja, dann hat sich das als sehr effizient erwiesen, um die Patienten zu identifizieren, wo man die Therapie wirklich beenden kann. Das sind die, die überhaupt keine Aktivität mehr in der Niere haben. Und
bei denen, die nur noch eine minimale Aktivität haben, würde man die Therapie lieber weiterführen, weil das sind dann genau die, die dann wieder einen Rückfall kriegen, wenn man noch das letzte Milligramm Cortison abgesetzt hat. Mhm. Und das ist jetzt was Neues. Das ist jetzt erstmal an einigen Zentren gezeigt worden. Da müssen wir erst noch Erfahrung mit sammeln, aber macht alles Sinn, ist plausibel. Dann andere Gründe für eine Rehbiopsie ist natürlich das, was vielerorts ja gemacht wird, ist, wenn der Patient nach 3 oder 4 Jahren Therapie irgendwann dann plötzlich mal wieder einen Schub bekommt, also einen proteinurischen Schub oder einen nephritischen Schub oder das Krea steigt. Und wenn man dann biopsiert, findet man in 80% der Fälle eigentlich immer das, was man schon wusste, also eine proliferative Lupusnephritis. Insofern kann man sich fragen, ob so eine Biopsie sinnvoll ist. Was wir machen ist, wir sagen unseren Patienten, wenn wir die erste Biopsie machen, wir müssen nach einem Jahr nochmal eine Biopsie machen, um zu gucken, ob die Therapie gewirkt hat. Weil das können wir anhand vom Labor und Urin nicht zuverlässig sagen. Mhm. Ob das dauerhaft wirklich zu einer verbesserten Prognose führt, ist nicht gesichert. Und dafür ist jetzt gerade eine Studie aufgelegt worden, an der Europa beteiligen kann. Die Rebiolub-Studie kann man googeln und dann kann man Kontakt aufnehmen. Ist keine industriegesponserte Studie, sondern eine Investigator Initiated Trial und da wollen wir randomisieren Leute, die so eine Rehbiopsie nach einem Jahr machen, also eine Protokollbiopsie, um dann zu sehen, ob die Gruppe, die so eine Biopsie macht, am Ende Informationen generiert, die am Ende die Prognose verbessern. Das ist noch nicht belegt und das wäre die nächste Aufgabe für unsere Community, das zu klären, weil das könnte, also diese Unsicherheit anhand der Proteinurie, der Laborparameter irgendwie vorhersagen zu wollen, wenn Niere jetzt noch entzündliche Schäden vonstatten gehen, das wissen wir inzwischen, darauf kann man sich einfach nicht verlassen. Und dafür ist das zu gefährlich. Ne? Das sind alles junge Frauen und da haben wir irgendwie 15 Jahresdaten und das interessiert aber junge Frauen nicht, ob sie jetzt dann mit 40 dann an die Dialyse müssen oder nicht. Die wollen natürlich bis 90 nicht an die Dialyse und ob ich das garantieren kann, weiß ich nicht. Da muss ich wirklich sicher gehen, dass die Therapie optimal läuft und das ist bisher, dazu sind wir bisher nicht in der Lage anhand der Biomarker, die wir verwenden. Mhm. Vielen Dank. Herr Anders, wenn ich vielleicht noch eine Frage hinterher schieben darf zur Diagnostik. Sie haben den Fall angesprochen, ein hochproteinurischer Patient oder Patientin mit aktivem Sediment, der in der Biopsie aber eine Klasse 2 Nephritis zeigt. Wie viele Glomeruli haben Sie in München sozusagen als Standard etabliert, die Sie gerne hätten, um tatsächlich auszuschließen, dass man da nicht einfach die Glomeruli, die jetzt proliferieren, einfach nicht trifft? Also das Sampling Error ist jetzt eigentlich nichts, was beim Lupus so wirklich etabliert wäre als große Fehlerquelle. Da gehen wir wie bei der IgA-Nephritis oder beim Diabetes davon aus, dass die Schäden eigentlich diffus auftreten. Natürlich gibt es Variabilitäten, das kennen wir auch von Tiermodellen her, da ist nicht jedes Glomerulus wie das andere, aber ich meine, was sollen wir denn machen? Ja, ich meine, wir stechen rein und bei der einen Biopsie hat man halt 20 Glomeruli, bei der anderen hat man halt nur 8 und bei der nächsten hat man manchmal nur 3. Da muss man irgendwie dann mit zurande kommen. Ne? Natürlich ist dann die Unsicherheit etwas größer, aber wir würden ja jetzt nicht dann eine Woche später sagen, jetzt müssen wir nochmal reinstechen, weil es waren 3 Gloms zu wenig. Also insofern muss man dann damit umgehen, was man hat, aber es ist jetzt nicht so wie bei der Fokalsklerose, dass wir grundsätzlich glauben, dass wir bei der Biopsie das Wichtigste übersehen haben. Und es ist ja jetzt nicht so, dass diese Klassen so verschiedene Stadien darstellen würde, wie Patienten jetzt durchlaufen, sondern wir würden schon sagen, so ähnlich wie mit den Leichtketten, da kennen Sie es ja auch, dass die eine Leichtkette macht das, die andere Leichtkette macht das. Also würde man auch denken, dass bei den Lupus-Antikörpern manche Antikörper lagern sich eben am Podozyten an, andere Mesangium, andere eben an anderen Strukturen nur sporadisch und nicht alle Antikörper sind gleich pathogen oder haben eine gleich schlechte Prognose. Es hängt ab von der Größe des Klons, das heißt, wie viel Antikörper zirkuliert überhaupt, aber auch, wo binden sie und wie hoch ist die Affinität und wie stark ist die Komplementaktivierung und so weiter. Das heißt, da gibt es also viele Parameter und letzten Endes, was zählt, ist die Aktivität. Das heißt, wie viel von diesen Aktivitätskriterien sind vorhanden. Und wenn man dann eine niedrige Aktivität hat und nur wenige Glomeruli betroffen, aber man hat trotzdem ein nephrotisches Syndrom, dann ist ganz klar, dass das Patienten sind, die haben eine sehr empfindliche Filtrationsbarriere, die haben irgendeine besondere Schwäche, also irgendeine heterozygote Podozytenvariante, die so alleine mal nichts macht, aber dann, wenn noch ein zweiter Faktor dazukommt, eben dann plötzlich doch die Filtrationsbarriere geschädigt ist. Und das Gleiche gibt es ja auch
bei den Kollagen-Varianten. Es gibt ja auch Leute, die haben eine etwas dünne, also eine zarte oder empfindliche Basalmembran. Und das sind halt die, die bei jedem kleinen Insult immer gleich eine Hämaturie kriegen. Und andere, da können sie sonst was machen und die haben immer noch keine Hämaturie. Also es ist ja auch nicht jede Basalmembran leicht. Da wird also die genetische Variabilität, das ist was wir bisher in unserem diagnostischen Algorithmus noch nicht drin haben. Aber wenn irgendwann mal die Patienten mit ihrem Genom auf dem Handy ankommen, in die Sprechstunde, ja, dann könnte man sowas sozusagen nachschauen. Da wird es Leute geben, die haben eine schwache Basalmembran, andere haben schwache Produzenten, die nächsten haben Mesangialzellen, die dreimal so schnell proliferieren wie andere Leute. Ja, und das ist dann eben genau dieses Spektrum, was uns im klinischen Alltag so verwirrt, weil wir das alles im Buch mal so gelernt haben, als würde jeder dieser Erkrankung immer gleich aussehen. Aber die Biologie ist ja noch nicht so. Wir haben ja das auch in der Anatomie gelernt. Da lernen wir ja auch immer, die Gefäße sind so und so, aber ist ja auch nicht immer so. Bei manchen sind ja die Gefäße auch ein bisschen anders und bei manchen ist ja auch die Leber links und das Herz rechts ungefähr. Also ich meine, das ist natürlich, was die Niere angeht, auch so. Und das haben wir aber jetzt noch nicht so auf dem Schirm, weil wir die Genetik noch nicht regelhaft einsetzen, aber das wird irgendwann kommen in der Zukunft. Und bisher haben wir so einzelne Patienten, wo wir das diagnostizieren können, aber das ist mehr so ein Thema noch für die Zukunft. Das ist jetzt noch nichts, was generell unsere Therapie beeinflusst. Wichtig ist nur, wir behandeln nicht die Proteinurie mit Immunsuppressiva, sondern wir behandeln die Aktivität mit Immunsuppressiva. Und deswegen ist die Biopsie eben auch entscheidend, weil nur die Biopsie uns zeigt, wie viel Aktivität wirklich drin ist. Und das gilt für die erste Biopsie, das gilt aber auch für die späteren Biopsien, weil die uns am Ende sagen, ob uns die immunsuppressive Therapie die Aktivität relevant unterdrückt oder nicht. Dann lassen Sie uns einmal über die Pathogenese sprechen. Ich weiß, es ist ein extrem komplexes Thema und vieles ist ja auch noch gar nicht so genau verstanden. Und da lässt sich wahrscheinlich selbst noch eine Stunde drüber sprechen. Aber vielleicht können Sie einmal grob für alle Nicht-Rheumatologen und Nephrologen in ein, zwei Sätzen erklären, was passiert im Körper einer Lupuspatientin? Warum entwickelt sie Antikörper gegen körpereigene Strukturen? Und warum vielleicht als... Das ist kein Problem. In zwei Sätzen, das ist schwierig. Das ist schwierig, ja. Ich glaube, was man nicht mehr sagen sollte, ist, dass die Pathogenese des Lupus immer noch nicht verstanden sei. Ich glaube, inzwischen haben wir das sehr, sehr gut verstanden. Es ist natürlich jetzt nur nicht so einfach, in zwei Sätzen zu sagen. Aber grundsätzlich ist es so, es gibt ja Leute, die haben eine Rot-Grün-Blindheit und es gibt Leute, die haben irgendwie eine Innenohrschwerhörigkeit und es gibt andere, die können besonders gut rechnen. Und so gibt es eben auch Menschen, die haben einfach eine genetisch bedingte Schwäche, Toleranz aufrechtzuerhalten. Ja, das sind also Lupuspatienten, die sind ansonsten ganz normal, aber denen ist es nicht gelungen zu verhindern, dass sie sich gegen ihre eigenen Zellkerne immunisieren. Ja, und da gibt es viele Gründe, warum das so sein kann. Ja, bei manchen funktioniert die Entfernung von Zellkernen, wie sie zum Beispiel Erythrozyten regelmäßig rausschmeißen im Knochenmark, ne, damit sie irgendwie kernlos dann im Blutraum schwimmen. Also diese Zellkerne müssen ja irgendwo hin und die müssen rasch von Makrophagen abgebaut werden. Da gibt es halt Leute, die können das nicht richtig. Es gibt andere Leute, die haben halt defekte Zelltod-Pathways oder die haben einen Komplementmangel. Komplement ist ja dafür da, damit totes Material, was im Blut rumschwimmt, markiert wird, damit der nächste Phagozyt irgendwie aufräumt. Ja. Also das sind alles so ganz unterschiedliche Mechanismen, die am Ende dazu führen, dass zu viel Kernmaterial im Extrazellulärraum rumschwimmt und dann vom Immunsystem erkannt wird und man sich dagegen immunisiert. Ja, und das können ganz unterschiedliche Mutationen sein, aber das Resultat ist immer das Gleiche. Ich habe mich sozusagen gegen meine eigenen Zellkerne geimpft und dann ist es wie jetzt, kennt ja jetzt jeder Corona-Impfung, haben jetzt alle verstanden, wie das funktioniert, das adaptive Immunsystem. Ja, das sind halt Menschen, die sich dann praktisch selber gegen ihre Zellkerne geimpft haben und die haben dann eine lebenslange Impfantwort, sprich sie haben einen Klon im Knochenmark, der diese Antikern-Antikörper produziert und wenn der Klon zu groß wird, dann macht er halt Probleme. Wenn wir den Klon mit Cortison und anderen Medikamenten runterschmelzen, dann macht er halt weniger Probleme. Und so, das ist halt, das kann man den Patienten nicht von außen ansehen, sondern wir entscheiden das anhand der klinischen Symptomatik, also welche Probleme macht der Klon und dann, was müssen wir tun, um das so weit zu unterdrücken, dass er eben keine Probleme mehr macht. Und so wäre das jetzt mal in drei Sätzen zusammengefasst. Ja, aber im Prinzip also ein lebenslanges Problem und deswegen brauchen die Leute auch eine langfristige Betreuung und immer eine klinische Überwachung auch und das schließt für Nephrologen immer die Urinanalyse mit ein. Und können Sie uns ein Gefühl dafür geben, warum so viele Patienten tatsächlich dann eine Nierenbeteiligung haben? Also es sind ja teilweise, glaube ich, bis zu 60%. Warum ist die Niere so häufig betroffen? Naja, weil diese Antikörper, die
primär mal eine Kleingefäßvaskulitis machen, ja, ob in den Haut, in den Gelenken oder anderswo an den serösen Häuten im Körper. Diese Antikörper müssen natürlich auch durch die Niere passieren und Nephrologen kennen das. Das Glomerulus ist ein Hochdrucksystem, in dem praktisch Serum einmal durchs Mesangium gescheucht wird, ja. Und da bleiben die halt dann hängen, ja. Also das ist sozusagen ein Hochdruckfiltersystem und da bleiben solche Antikörper hängen, vor allem wenn sie da ihr Antigen finden, ja. Und das ist der Grund, warum Glomerulonephritis eben dann eine häufige Manifestation ist. Und es gibt ja noch ein paar andere Antikörper, die auch thrombotische Mikroangiopathie zum Beispiel dann verursachen können und so. Aber in der Summe muss man sich eigentlich wundern, dass das nicht alle Lupuspatienten haben, ja, weil die haben ja alle irgendwie Antikörper, die sie durch die Niere pressen. Also so gesehen finde ich das jetzt nicht überraschend, sondern ich glaube eher, das ist genau wie beim Diabetes, da wundern wir uns ja auch immer, warum nur die Hälfte eine Nephropathie kriegen. Das sind aber dann genau die, die sozusagen mit dieser Art von Stress nicht fertig werden. Also ich sage immer, Biologie ist ja alles eine gaussische Normalverteilung und die Kranken sind halt die immer auf der einen Seite und die Gesunden sind die, die genügend Widerstandsfähigkeit haben. Und in der Niere heißt das eben, wie fest ist meine Basalmembran? Ja, also wie viel muss passieren, damit ich eine Hämaturie kriege? Wie stabil ist meine Filtrationsbarriere? Also meine Podozyten, wie viel Stress können die aushalten? Ja, und das, diese 60% sind eben dann genau diese Hälfte der gaußschen Normalverteilung, die eben diese Immunkomplex-Stress eben nicht mehr aushalten und dann eben eine Hämaturie und Proteinurie kriegen. Ja? Und dann fällt es auf und dann macht man eine Biopsie und dann sagt man, hoppsa, das sind Immunkomplexe. Wir haben ja jetzt noch nicht reihenweise alle Lupuspatienten durchbiopsiert, da haben wahrscheinlich noch viel mehr Immunkomplexe, aber die haben halt eine stabile Filtrationsbarriere, eine stabile Basalmembran und solange da nichts reißt und kein Eiweiß unten rauskommt, denkt sich ja keiner was. Dann als letzte Frage zur Pathophysiologie. Die Klassifikation wollen wir jetzt gar nicht ganz durchgehen, aber wir sprechen ja jetzt vor allem über die Klassen 3 und 4, die proliferativen. Sie hatten es vorhin schon angesprochen, es gibt ja auch die Klasse 5, die eben nicht subendotheliale Ablagerungen haben, sondern subepitheliale Ablagerungen. Gibt es schon Hinweise darauf, welcher Patient wo ablagert oder ist das noch ganz ungeklärt? Ja, wir mühen nochmal das Beispiel von den Leichtketten. Ja, also das sagen wir immer, das sind die physikochemischen Eigenschaften der Leichtkette, ob es jetzt ein Amyloid wird oder ein Kristall oder was auch immer. Wahrscheinlich ist es hier ähnlich. Es sind die unterschiedlichen Affinitäten, die Antigenspezifitäten dieser Antikörper, die verschiedene Komplementaktivierung letzten Endes, die darüber entscheiden. Aber wir haben ja jetzt neu mit den Exostosin 1 und 2 ja Marker bekommen für einen Teil der Patienten mit membranöser Lupusnephritis, die vielleicht ja einen Hinweis darauf geben, dass diese Patienten schon irgendwie anders sind, dass es letzten Endes schon auch eine andere Erkrankung ist. Das sind letztlich dann Patienten, die haben eine membranöse Glomerulonephritis und noch ein paar antinukleare Antikörper dazu. Ja, also man sieht es immer von der Perspektive des Lupus aus. Man kann es ja auch von der Perspektive der membranösen Nephritis aussehen. Also letzten Endes ist das eben ein Spektrum verschiedener Erkrankungen. Die haben wir jetzt alle mal in eine Schublade gesteckt und der Pathologe hat es jetzt mal in 6 Klassen eingeteilt, aber wenn wir jetzt noch mit mehr Genetik und mit Omics-Methoden vielleicht in Zukunft, können wir dann noch ganz andere Kategorien schaffen, um diese Patienten zu unterteilen. Wir haben jetzt mal gelernt, dass diese Klasse 3, 4 und 5 alle ganz gut auf Immunsuppression ansprechen. Insofern, wenn man es jetzt mal von der therapeutischen Seite sieht, könnte man eigentlich in Zukunft die alle in einen Topf schmeißen. Da ist ja diese Unterscheidung zwischen 3 und 4 jetzt auch eigentlich völlig unsinnig, weil wir behandeln ja die auch ähnlich. Insofern ist das jetzt alles so ein bisschen Historismus, auch noch eben die Pathologie hat halt einen großen Einfluss auf die Nephrologie und da sind wir sehr adherent zu diesen Kategorien, die Lupus-Klassifikation, diese 50 Jahre alt, die hat die WHO sich mal einfallen lassen, also ich weiß nicht, wie lange wir daran noch festhalten müssen, wir könnten also Lupus-Patienten auch ganz anders einteilen, aber ich, wie gesagt, ich will jetzt nicht Verwirrung stiften, sondern in den neuen KDIGO-Leitlinien steht das nach wie vor so drin, 1 bis 6 und 3 bis 5 wird behandelt. So sind auch die ganzen Studien, deswegen werden wir das jetzt auch absehbar nochmal so machen. Aber man darf sich nur im Denken da nicht beschränken, weil das sind natürlich irgendwann, wenn diese Klassen auch mal Hürden für den Fortschritt, wenn man immer nur das wiederkäut, was schon seit 50 Jahren irgendwie, das sind jetzt Kategorien, die werden wir vielleicht mal überwinden. Aber momentan ist es so, dass es die Sache ein bisschen einfacher macht und wir wissen, 3, 4, 5 brauchen Immunsuppression und auf die Aktivität darf man auch nochmal schauen. Also ich darf gestehen, wir haben Patienten mit einer Klasse 3, die dann einen Aktivitätsindex von 2 haben. Die behandeln wir nicht immunsuppressiv, ne? Weil wo keine Aktivität ist, was soll ich da behandeln? Ich behandle ja jetzt nicht das histopathologische Lesion Pattern, sondern ich behandle ja die Autoimmunaktivität und die sehe ich eher anhand des Aktivitätsindex als jetzt an der Verteilung der Immunkomplexe im Raum. Ja? Also insofern
ist die Aktivität auch noch ein wichtiges Kriterium. Wenn wir jetzt zur Therapie kommen, dann haben wir ja im Hochdruck gelernt, im Diabetes gelernt, dass vor der medikamentösen Therapie immer erstmal der Blick auf das Lifestyle-Management kommen soll. Vielleicht ganz konkret, man kann ja immer sehr unterschiedlich streng sein. Ich glaube, Sie haben jetzt in Bayern gerade Schulferien. Junge Frau mit Lupus kommt zu Ihnen, möchte für 2 Wochen nach Mallorca, wo hoffentlich besseres Wetter ist als bei uns im Moment. Wie streng sind Sie da mit Empfehlungen, zumindest zu Sonnenschutz? Wie sollte die Frau sich verhalten? Ja, also ich kann gestehen, ich habe in meiner Sprechstunde Patienten, die jeden Sommer braun gebrannt zur Tür reinkommen und dann sage ich immer, ich muss jetzt schimpfen und dann sagen die immer, mir geht es aber gut dabei. Also dann weiß ich immer nicht, ob ich nicht auch wirklich falsch gepolt bin, aber letztlich ist auch da das Spektrum groß, ja, und große randomisierte Studien zu dem Thema kenne ich nicht, aber jeder hat natürlich auch Patienten, die dann durch Sonneneinstrahlung dann schon mal einen Schub hatten. Das sind aber die Patienten, die kommen schon immer mit dem großen Hut zur Tür rein, ja, und die sagen, in die Sonne gehe ich sowieso nicht, weil dann fühle ich mich nicht gut. Also ich halte jetzt wenig davon, irgendwie Bikini-Trägern auszureden, dass sie in die Sonne gehen, sondern die merken ja, das macht ihnen nichts. Und die Leute, die mit der Sonne nicht klarkommen, die merken das auch selber, die brauchen nicht erst einen Arzt, der ihnen das sagt. Aber was ich schon meinen Patienten alle sage, ist, also ab April anfangen 50 zu schmieren, also Sonnenschutzfaktor 50 zu schmieren, um die Sonneneinstrahlung zu reduzieren auf die Haut. Die Vorstellung, die dahinter ist, ist die, wenn man einen Sonnenbrand kriegt, dann sterben Milliarden von Hautzellen ab und diese Zellkerne müssen alle entsorgt werden. Ja, also Apoptose, Nekrose, was immer das ist. Und das führt natürlich zu einer, also das ist wie wenn Sie als Allergiker durchs Pollenfeld fahren, ja. So ist das, wenn Sie als Lupuspatienten Sonnenbrand kriegen, dann haben Sie also das Autoantigen in einer großen Menge plötzlich im Blut rumschwimmen und das kann natürlich dann einen Schub auslösen. Aber das ist nicht bei jedem einzelnen Patienten der Fall und das ist auch wieder ein Hinweis darauf, dass wir hier ganz unterschiedliche Erkrankungen in einen Topf schmeißen, nur weil sie Hautausschlag machen und antinukleare Antikörper im Blut sind. Also das ist, da ist nicht jeder Patient gleich, deswegen lege ich mich da mit meinen Patienten nicht an, wenn die sagen, mir geht's gut dabei, don't worry. Dann gehe ich damit. Ne? Aber grundsätzlich rate ich das jedem erstmal immer schön schmieren und Sonnenbrand vermeiden. Also das kann man ja auch ohne Lupus mal so annehmen. Ja. Das ist ein extrem schönes Beispiel mit dem Allergiker und dem Absterben. Das hilft, denke ich, für den klinischen Alltag extrem. Jetzt wird ja die Therapie traditionell immer eingeteilt in die Remissionsinduktion, die Remissionserhaltung. Fangen wir vielleicht bei der Remissionsinduktion mit den Fragen der Steroide an. Da kennen wir ja aus der Vaskulitis die Tendenz dahin, dass man da immer weiter runtergeht, dass man auch den IV-Puls am Anfang zunehmend in Frage stellt. Sie sind ja Mitautor der europäischen Leitlinien für den Lupus aus dem letzten oder vorletzten Jahr von der ERA, EDTA und EULA. Da steht der IV-Stoß am Anfang ja schon noch relativ prominent drin, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, also es gibt ja viele Freunde der Hypothese Lupus ohne Steroide, aber die verzichten auf alles, aber nicht auf den IV-Bolus am Anfang. Also, und ich denke, das ist für Nephrologen auch eingängig. Also immer, wenn in der Niere was ganz schlimm ist, also wie eine Transplantatabstoßung zum Beispiel, dann geben wir ja mal 3x250 IV. Und ich denke, das würde beim Lupus wahrscheinlich auch ausreichen. Allerdings haben wir ja hier viel mit unseren rheumatologischen Kollegen zu tun und die geben ja bei drohender Erblindung jetzt 3x1 Gramm IV. Also das heißt, der Kompromiss in der Mitte wäre jetzt so 3x500. Da muss sich jetzt der Nephrologe noch nicht übergeben. Ne? Also ich meine, da das kann man mittragen und die Rheumatologen, die finden das auch so akzeptabel. Also das ist was wir jetzt auch so machen. Beim akuten Lupus-Nephritis gehen wir 3x500 IV. Und dann kann man natürlich jetzt drüber streiten, wie viel orale Steroide soll man geben. Und da ist eins wichtig, also 1 mg/kg, das gibt es nicht mehr. Ja, und das gibt es in der Rheumatologie schon lange nicht mehr. Da wird in der Regel mit 20, maximal 40 Milligramm oral behandelt. Und ich denke, das ist auch für jede Lupus-Nephritis ausreichend. Wichtig ist zu wissen, dass bei den Steroiden, also IV-Methylprednisolon ist so gut wie gar nicht toxisch und unter 7,5 Milligramm oral ist auch so gut wie gar nicht toxisch, aber alles dazwischen ist extrem toxisch. Das heißt also, das klassische 1 mg/kg, das ist so das Schlimmste, was man mit seinen Patienten anstellen kann, insbesondere bei chronischen Krankheiten und insbesondere bei jungen Frauen, die ja sofort durch die Decke gehen, wenn sie mal 5 Kilo zunehmen innerhalb von 3 Wochen. Also das ist ja auch
medizinisch gar nicht sinnvoll, weil dann die Hyperfiltration der Niere gleich zunimmt, da kriegen sie Proteinurie überhaupt nicht runter. Also das heißt, Steroide minimieren ist auf jeden Fall ein modernes Konzept und tatsächlich ist jetzt in jeder neuen Lupusnephritis-Studie wird irgendwie immer weniger orales Steroid gegeben und das muss sich jedes Zentrum so überlegen, aber wir geben auf keinen Fall mehr als 60 Milligramm und 40 ist wahrscheinlich für die allermeisten Patienten ausreichend und dann halt der übliche Taper, also am Anfang in größeren Schritten und so ab 10 Milligramm oder auch ab 12 Milligramm in kleinen Schritten, also 1 Milligramm Schritten, gehen wir dann nur noch voran. Aber diese hohen oralen Steroiddosen, das ist jetzt eigentlich nicht mehr aktuell. Machen Sie dann Unterschied zwischen Lupus auf der einen Seite, Vaskulitis auf der anderen Seite? Bei dem Entwurf, den ich kenne von den KDIGO-Leitlinien, ist lustigerweise der reduzierte, an Babywachs angelegte Entwurf für die Vaskulitis, das, was beim Lupus noch so als Standard steht. Und da gibt es nochmal so ein reduzierteres unten drunter. Oder würden Sie sagen, lieber ein Standardschema für beide Erkrankungen, an das man sich halten sollte? Ja. Also bei den KDIGO-Leitlinien muss man ja wissen, das sind globale Leitlinien, da müssen sie also es allen recht machen. Also das heißt nicht, dass man das jetzt genauso machen muss. Da steht ja auch bei der Lupusnephritis auch noch die Option orales Cyclophosphamid drin und so und das steht da drin, weil das irgendwo in Sri Lanka und in Indien noch ganz beliebt ist. Also das müssen wir jetzt nicht machen, nur weil das da drin steht. Das heißt, das muss sich jedes Zentrum selber überlegen. Es gibt keinerlei Studien, die sagen, dass 40 Milligramm oder 60 Milligramm irgendwie besser wäre oder sowas. Wir wissen nur, je weniger Steroide man nimmt, umso weniger Toxizität sieht man. Und das ist ja ein zunehmend wichtiges Thema. Also insofern, denke ich, verfolgen wir sehr interessiert diese Studien, die zeigen, dass man eigentlich mit weniger oralen Cortison keine schlechteren Ansprechraten kriegt und aber deutlich weniger Steroid-Nebenwirkungen hat. Und das ist jetzt so ein Trend über die letzten Jahre. Da weiß man noch nicht, wo das dann in 5 Jahren mal enden wird. Aber also wir machen momentan bei, sagen wir mal, der schlanken 25-jährigen Lupus-Patientin mit der ersten Episode Lupusnephritis, da geben wir 40 Milligramm orales Steroid und nicht 80 oder sowas. Ja, also das, denke ich, ist von der Erkrankung her völlig ausreichend und ist sicher mit also deutlich weniger Tremor und hohem Blutdruck, Diabetes und Gewichtszunahme und so weiter assoziiert. Und das ist ja sehr wichtig für die Compliance. Ja, unser größtes Problem, Sie haben ja schon das Ansprechen, also Remissionsinduktion ersprochen, unser größtes Problem, nachdem wir ja nicht mehr IV-Therapie bei jedem Patienten machen, ist die Compliance mit der oralen Medikation. Und wenn Sie erstmal eine junge Frau haben, die dann plötzlich 5 Kilo zunimmt, so ein Mondgesicht kriegt und rote Streifen am Bauch, ja, also die hört Ihnen ja gar nicht mehr zu. Ja, die glaubt Ihnen ja nichts mehr. Ja, also das muss man unbedingt vermeiden, weil die Medikamenten-Incompliance ist das größte Problem bei Behandlung des Lupus. Und da fahren Sie sich sozusagen selber zwischen die Beine, wenn Sie da anfangen, Therapien zu verordnen, die mit schweren Nebenwirkungen einhergehen. Und das kann man ja vermeiden. Jetzt für die Backbone-Therapie sagen Sie schon, orales Cyclophosphamid spielt in Europa keine Rolle mehr, steht in den europäischen Leitlinien, die Sie mitgeschrieben haben, ja auch gar nicht mehr drin. Dann bleiben ja im Prinzip 3 Alternativen, MMF, dann das niedriger dosierte europäische Schema fürs intravenöse Cyclophosphamid und dann das NIH-Schema, was ein bisschen höher. Wie wählen Sie zwischen den 3 aus? Wer ist für welches Schema am ehesten geeignet? Also Hochdosis Cyclophosphamid haben wir seit über 10 Jahren bei uns nicht mehr gemacht. Bisher, ich meine, wir haben ja jetzt heutzutage jetzt auch noch Belimumab-Antiporters, ja, aber bisher war es so, dass es für europäische Patienten keine Daten gab, die ein oder andere Therapie, also Eurolupus Cyclophosphamid oder MMF, bevorzugen würden hinsichtlich Effektivität. Das heißt, man kann das personalisieren. Ich kläre alle Patienten, und dazu bin ich ja gesetzlich verpflichtet, auf über die möglichen Therapieoptionen und lasse dann den Patienten entscheiden, ja, also oder die Patientin entscheiden. Vor- und Nachteile muss man natürlich besprechen, ja, also Gonadenschutz oder eben Kontrazeption müssen Sie ja mit beiden Therapien machen, also die möglichen Nebenwirkungen. Und naja, da kommt Cyclophosphamid irgendwie immer noch schlecht weg. Und deswegen ist jetzt in meiner Erfahrung, entscheiden sich 2 von 3 Patienten für MMF. Manchmal bin ich nicht ganz so frei in der Wahl, wenn ich das Gefühl habe, Patienten sind tendenziell incompliant oder es gibt Sprachschwierigkeiten, Patient kommt von weiter her oder so, wo ich dann sage, da machen wir jetzt auf jeden Fall eine IV-Therapie, weil sonst bin ich mir nicht sicher, ob die Pillen wirklich geschluckt werden.
Also sowas gibt es natürlich auch mal, aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen normalen Patienten, der auch das versteht und wirklich auch gut entscheiden kann, dann biete ich beide Therapien an und überlasse das oder wir einigen uns dann auf eins der beiden. Ich habe da persönlich keine Präferenz. Und wenn Sie MMF machen, machen Sie dann Spiegelkontrolle? Jetzt nicht wegen der Compliance, sondern wegen Abhängigkeit? Oder sagen Sie, 3 Gramm ist der Standard und das brauche ich nicht zu kontrollieren, was ja, glaube ich, schwierig ist, weil ich dann ja eine Kinetik gegebenenfalls machen müsste? Also 3 Gramm ist ein hoher Dosisbereich, den versuchen wir zu vermeiden. Unsere Zieltherapie ist 2 Gramm und die wird langsam auftitriert, weil sonst gibt es also gastrointestinale Nebenwirkungen. Das heißt, ich mache so über 2 Wochen hinweg so von einer Tablette bis hoch auf 4 Tabletten und so alle 3 Tage eine Tablette mehr. Ja, auf die Art und Weise kann man die gastrointestinalen Nebenwirkungen am Anfang in aller Regel vermeiden. Und wer dann noch gastrointestinale Nebenwirkungen hat, kann man dann auf Myfortic wechseln, was ja intestinal resorbiert wird. Ja. Also das wäre so das Übliche. Und die meisten Patienten kommen mit der Therapie ganz gut klar. Und wenn das nicht ausreicht, also wenn dann nach irgendwie 8 Wochen oder 12 Wochen da jetzt nicht schon wirklich ein deutlicher Trend hinsichtlich der Proteinurie zu sehen ist, dann kann man noch weiter aufgehen auf 3 Gramm. Und ich habe solche Patienten, die brauchen 3 Gramm. Aber ich habe auch viele Patienten, die mit 2 Gramm gut zurechtkommen. Und da muss man nicht das ausreizen. Man darf nicht vergessen, bei der Aspreva-Studie, die damals MMF mit Cyclophosphamid verglichen hat, sind ja in der MMF-Gruppe, ich glaube, 9 oder 11 Todesfälle aufgetreten. Und zwar alles in China. Da kann man sich also schon vorstellen, dass da möglicherweise Überdosierungen halt auch aufgetreten sind. Und da war die Zieldosis 3 Gramm. Das heißt also, manche Patienten, insbesondere wenn sie vielleicht ein bisschen kleiner formatiert sind, sind damit deutlich überdosiert und dann können auch tödliche Infektionen auftreten. Das wollen wir jetzt hier nicht und deswegen würde ich sagen, Zieldosis primär 2 Gramm und gegebenenfalls dann später hochtitrieren. Und dann würden Sie, wenn Sie von der Remissionsinduktion in die Remissionserhaltung gehen, beim MMF wahrscheinlich ja bleiben, würden Sie die Dosis dann reduzieren oder würden Sie sagen, da bleibe ich dann erstmal bei den 2 Gramm? Ja, also hier ist ja jetzt gerade so ein bisschen Paradigmenwechsel im Gang. Ne? Man muss schon wissen, dass jetzt die 3 Studien, die in den letzten Jahren jetzt rausgekommen sind, zu Belimumab, Obinutuzumab und zu Voclosporin, ja dieses Konzept der Induktions- und Erhaltungstherapie eigentlich nicht mehr verfolgen, sondern da macht man von Beginn an eine Kombinationstherapie. Das heißt also diese Vorstellung, ich muss erst irgendwas ganz hochdosiert geben und danach mache ich irgendwie eine Stufe und wechsle vielleicht sogar das Präparat und so weiter. Also das ist eigentlich jetzt so allmählich irgendwie dann mal veraltet. Also das wird jetzt auch in den Leitlinien zwar noch alles so drinstehen, weil die andere Evidenz ja zum Teil eben auch noch nicht verfügbar. Aber ich denke, diese Vorstellung, davon müssen wir uns ein bisschen lösen. Also ich denke mal, für Nephrologen ist das ganz gut verständlich. Alloimmunität, wie bei der Nierentransplantation und Autoimmunität, wie beim Lupus, ist jetzt eigentlich mehr oder weniger das Gleiche. Das eine wird über MHC1 präsentiert, das andere über MHC2, aber ansonsten ist das alles das Gleiche. Und bei der Nierentransplantation haben wir über 30, 40 Jahre sehr gut gelernt, dass man mit Monotherapien nicht gut fährt, dass man ohne Calcineurin-Inhibitor nicht gut fährt und dass man ohne Cortison nicht gut fährt, sondern dass man von Anfang an eine Kombinationstherapie macht und am Anfang ein bisschen intensiver und dann halt dauerhaft. Und ich glaube, Autoimmunerkrankungen muss man ganz genauso behandeln. Das ist jetzt ursprünglich ja mal so wie von der Tumortherapie her so, ja, erst irgendwie induzieren und dann erhalten, so als Konzept etabliert worden, auch weil man jetzt Cyclophosphamid nicht ewig geben konnte. Aber mit den neuen Medikamenten brauchen wir das eigentlich nicht mehr, sondern da macht man von Beginn an eine Kombinationstherapie wahrscheinlich und die führt man dann dauerhaft fort. Und wie die Dosis zu halten ist, ist halt die Frage, wie ist die Aktivität, wie spricht der Patient an? Und man versucht langfristig natürlich ein bisschen Dosis zu reduzieren, aber so dieses Konzept, irgendwie 6 Monate voll draufhauen und dann machen wir sogar ein anderes Medikament und reduzieren jetzt auf irgendwas, ich glaube, das ist irgendwie pathophysiologisch unplausibel. Und hat man ja auch schon gemerkt, wenn man jetzt mit Eurolupus plötzlich schon nach 3 Monaten fertig ist und fragt sich, jetzt soll ich irgendwie die Dosierung ändern, obwohl ich ja noch gar nicht meinen Zeitpunkt der Proteinurieüberwachung ja noch gar nicht erreicht ist mit 6 Monaten, um zu gucken, ob die Therapie wirkt. Also das hat man ja schon gemerkt, das passt irgendwie alles nicht. Also insofern würden wir jetzt sagen, bei MMF-Patienten mal Zieldosis 2 Gramm und wer damit gut fährt, das würde ich jetzt mal eine Weile belassen. Und dann irgendwann, wenn man sich sicher fühlt, wenn alles gut ist, dann so vielleicht schrittweise mal Dosis reduzieren. Und wenn einer 3 Gramm braucht, dann halt bei 3 Gramm reduzieren.
Und wenn jemand Cyclophosphamid anfängt, dann muss man sich ja nach 3 Monaten schon überlegen, was macht man jetzt weiter. Und die meisten wird man dann auf MMF umsetzen oder Azathioprin, habe ich natürlich auch viele. Manche laufen, also viele laufen damit auch gut. Und dann muss man sowieso die richtige Dosis finden. Also und da wird man natürlich dann eine etwas niedrige Zieldosis anpeilen. Viele Patienten kommen dann irgendwann mit 1 Gramm MMF zum Beispiel ganz gut aus. Aber wenn Sie zum Beispiel Azathioprin hinnehmen, da fangen Sie immer gleich mit 1,5 Milligramm pro Kilogramm an. Da haben Sie ja nicht so einen hohen und niedrigen Dosisbereich, sondern brauchen Sie einfach mal eine wirksame Dosis. Und insofern ist, glaube ich, dieses Gesamtkonzept so von wegen erst hoch und dann gehen wir irgendwie runter. Das ist irgendwie eigentlich ein bisschen outdated und passt irgendwie auch nicht mit der Pathophysiologie zusammen. Also die intensive Therapie am Anfang sind die Steroide, die mit das Methylprednisolon. Und dann will man schrittweise diesen Klon halt runterfahren. Und so wie bei allen Autoimmunerkrankungen fängt man da mal mit einer ordentlichen Dosis an, damit das irgendwie mal funktioniert. Und wenn es gut funktioniert, dann versucht man halt auf lange Sicht irgendwie mit ein bisschen weniger auszukommen. Und das muss man jetzt nicht nach 3 Monaten oder 6 Monaten machen, sondern das macht man dann, wenn man das Gefühl hat, es läuft alles gut, wir haben alles gut im Griff und vielleicht geht es ja auch mit ein bisschen weniger. Also ich glaube, da ist der Lupus jetzt nicht anders als andere Autoimmunerkrankungen. Und das Azathioprin dann vor allen Dingen natürlich bei Kinderwunsch, bei gastrointestinaler Unverträglichkeit. Haben Sie sonst noch sehen Sie da eine Rolle oder sind das die beiden Hauptgruppen, wo Sie es einsetzen würden? Also früher war es bevorzugt, weil es einfach auch billiger war, ne, als MMF. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so eine große Rolle spielt. Grundsätzlich ist man ja mal froh, wenn ein Patient ein Medikament gut verträgt. Dann muss man jetzt nicht vielleicht noch wieder ein zweites ausprobieren. Dann darf man auch beim MMF bleiben, denke ich heutzutage. Aber klar, man muss jungen Frauen ganz klar sagen, also wenn sie schwanger werden wollen, nicht nur mit dem Partner besprechen, sondern auch bitte erst mit dem Doktor, weil das muss man schön planen und dann muss man ja eventuell vorher switchen von MMF auf Azathioprin. Azathioprin gilt als weitestgehend unbedenklich für die Schwangerschaft, also das sollte vorher dann gewechselt werden. Und wenn eine Frau von Anfang an sagt, oh mein Gott, Lupus, weil ich wollte doch jetzt 3 Kinder haben, dann ist vielleicht klug, nach der Induktion dann gleich mal Azza zu geben und nicht erst das MMF irgendwie weiterzuführen. Ja. Weil man weiß ja nie, wenn jemand Kinderwunsch eindeutig äußert, dann passiert es ja auch manchmal, ohne dass vorher der Doktor gefragt wurde. Und das ist ja dann eine ganz ungünstige Situation, die man nicht gerne erlebt, dass jemand so im 3. Monat schwanger ist und hat noch immer MMF an Bord, ja. Also das möchte man nicht. Und ja, ansonsten ist ja auch vor einer Schwangerschaft häufiger nochmal eine Nierenbiopsie indiziert, um sicherzugehen, ob jetzt wirklich alles gut ist. Weil eins darf man nicht vergessen, wir geben ja allen Patienten ACE immer und wer weiß, in Zukunft vielleicht auch noch SGLT2-Inhibitoren, dann ist die Proteinurie allein schon deswegen weg. Und wenn man das dann vor einer Schwangerschaft oder bei Beginn der Schwangerschaft dann absetzt, dann wundert man sich manchmal, dass die Proteinurie einen Satz nach oben macht und das möchte man gern alles vor einer geplanten Schwangerschaft austesten, ja, um zu gucken, wie ist denn so die Proteinurie ohne ACM, weil wenn die dann 2 Gramm ist, dann ist ja das Risiko einer Schwangerschaft auch nochmal ganz anders, ja. Insofern, das sind alles so Dinge, da wäre auch eben ein Wechsel von Azathioprin nochmal wichtig. Vielleicht meine vorletzte Frage zur Standardtherapie. Wenn ich es richtig verstehe, sind Sie kein großer Freund davon, zu schnell das Low-Dose-Steroid rauszunehmen, sondern sehen das eher als mittel- bis langfristige Kombination zusammen dann mit MMF oder mit Azathioprin und nicht das Ziel, dass das nach einem Jahr dann weg sein sollte? Also ich habe eigentlich immer gesagt, das Cortison ist das Erste, was ich raushaben will und alles andere machen wir später, aber ich habe meine Meinung geändert. Es gab eine Studie aus Frankreich, die haben das mal gemacht, die haben die letzten 5 Milligramm abgesetzt und dann haben 1/3 der Patienten einen Flair bekommen. Die haben allerdings was Dummes gemacht, die haben die 5 Milligramm auf einen Schlag abgesetzt. Das würden wir ja nie machen und dann ist auch kein Wunder, dass man dann einen Flair kriegt. Also deswegen ist das jetzt nicht ein ganz so starkes Argument, aber mein bestes Argument wäre immer noch so die Nierentransplantation. Ja, da haben wir auch gelernt, dass das Absetzen eigentlich unklug ist des Cortisons. Und in der letzten Zeit, also gefällt mir diese Analogie zwischen Nierentransplantation und Lupus immer besser und da wird mir so manches klar. Und eins ist wichtig für Nephrologen, ja, die Rheumatologen erzählen einem immer, Lupus wäre eine Erkrankung, die in Schüben verläuft. Und wenn ich denen sage, seitdem ich das Cortison nicht mehr absetze, sehe ich überhaupt keine Schübe mehr, es sei denn, die Patienten nehmen ihre Pillen nicht mehr. Das ist aber kein Schub, sondern das ist Medikamenten-Incompliance. Dann schimpfen die immer und sagen, nee, wir Rheumatologen, wir sehen ständig Schübe, ja, also 3-mal pro Jahr und so weiter. Da sage ich, ja, vielleicht an den Gelenken, aber an der Niere sehe ich das nicht. Ich mache das seit 20 Jahren, ich sehe nicht 3-mal pro Jahr einen Nierenschub.
Und ehrlich gesagt, ich sehe die eigentlich überhaupt nicht, es sei denn, mein Patient setzt die Pillen ab oder ich habe ihm das Cortison abgesetzt. Ja, also ich glaube, wir können wahrscheinlich tatsächlich von dem Konzept wegkommen, dass das eine in Schüben verlaufende Erkrankung ist, wenn wir das von Anfang an mal ordentlich behandeln, also Stichwort Kombinationstherapie, wenn wir das Cortison 5 Milligramm einfach mal belassen, ja, und wenn wir den Patienten so führen, dass er seine Pillen dauerhaft weiternimmt. Weil das ist ja, also die Patienten, die bei mir in Schubring sind, die dann irgendwann mal gedacht haben, ja, also mir geht es so gut und was soll das und nach München ist immer so weit zu fahren und so weiter, ja. Und dann plötzlich kommt der Schub, weil sie jetzt irgendwie dann doch die Pillen irgendwie oder sich dann kein Rezept mehr geholt haben. Ja. Und also das, wenn man das erreicht, dass die Patienten das weiternehmen, also wenn wir die einfach so behandeln wie eine andere Transplantation, ja, dann ist die Autoimmunität gut im Griff. Und 5 Milligramm Cortison auf Dauer ist irgendwie das geringere Problem. Dann, glaube ich, werden wir sehen, dass das eine gut behandelbare Erkrankung ist, die auch nicht ständig Schübe macht. Dann vielleicht von mir zur Standardtherapie. Letzte Frage, bevor Paul Diefenhardt nochmal in die Zukunft schaut. Hydroxychloroquin für alle oder sehen Sie da Einschränkungen? Ja, also ich denke, das hat sich inzwischen auch in der Nephrologie, glaube ich, gut rumgesprochen. Nicht? Also dass die Rheumatologen machen das ja schon lange so. Aber Hydroxychloroquin ist eines der wenigen Medikamente, für die gezeigt ist, dass man die Mortalität vermindert ist beim Lupus und auch bei der Lupusnephritis. Es gibt weniger Schübe, es gibt weniger terminale Niereninsuffizienz. Also das ist auf jeden Fall ein Medikament, was wir als Basistherapeutikum der Lupusnephritis ansehen würden. Und das sollte also auch von Anfang an gleich gegeben werden. Interessanterweise ist vielleicht unter Nephrologen auch nicht so bekannt, macht man da auch eine Induktionsdosis. Also gibt man eine höhere Dosis am Anfang und dann reduziert man. Also wenn wir jetzt mal das Quensyl nehmen, was das Einzige ist, was jetzt noch in Deutschland auch rezeptierbar ist, dann würde man da mit 2x200 Milligramm anfangen und dann nach 3 oder 6 Monaten vielleicht reduzieren, dann auf eine Tablette. Ja. Und das würde man dann dauerhaft weiterführen, unbedingt auch vor und während einer Schwangerschaft. Also sowas vor Schwangerschaft absetzen, ist eine ganz schlechte Idee, weil dann kommt der Schub mit einer Schwangerschaft. Also das unbedingt weiternehmen. Und es ist eine seltene Differentialdiagnose des Proteinuric Flares. Es gibt immer wieder Fallberichte, die zeigen, dass Leute dann so Chloroquinablagerungen in Podozyten haben. Deswegen auch nochmal die Bedeutung der Rehbiopsie mit Elektronenmikroskopie. Aber das sind wahrscheinlich relativ seltene Fälle und insofern eigentlich Chloroquin, solange keine Kontraindikationen bestehen. Es gibt Kontraindikationen, im Favismus zum Beispiel, muss man dran denken, bei Patienten aus dem Mittelmeerraum. Rhythmusstörungen bei älteren Lupuspatienten, ja, wenn die mal vorflimmern kriegen, setzt der Kardiologe in der Regel das Chloroquin ab und das soll man dann auch nicht widersprechen. Aber bei den meisten Patienten, die ja so im jüngeren Lebensalter sind, ist es unproblematisch. Augenarztkontrolle nach 5 Jahren und dann alle 2 Jahre. Also das hat sich auch geändert gegenüber früher, wo die Patienten schon vorher und dann alle 3 Monate und einmal im Jahr zum Augenarzt. Also das ist nicht mehr notwendig. Jetzt muss ich doch eine letzte Frage von mir aus, weil Sie Favismus ansprechen. Machen Sie bei jedem Patienten aus dem Mittelmeerraum dann die Genetik oder wie entscheiden Sie das? Nee, mache ich nicht. Aber wenn Patienten Anzeichen einer Hämolyse haben oder ich habe eine Patientin, die hat eine Thalassämie oder sowas, ja, das, also eine Mikrozytose und so, dann guckt man schon nochmal, ob nicht noch Favismus dabei ist. Ich habe eine andere Patientin, der wurde gesagt, sie hat einen Favismus und dann habe ich ihr das nicht verordnet und dann irgendwann kam sie mal mit ihrem Genom auf dem Handy an und hat mir gezeigt, schauen Sie mal, ich habe mich sequenzieren lassen und ich habe gar keinen Favismus. Dann haben wir das Chloroquin angefangen und dann wurde es auch gut vertragen. Ich habe aber manche Patienten, die kommen so aus Sizilien oder aus Spanien und da sagen die, ja, mein Arzt hat gesagt, ich darf kein Chloroquin nehmen, weil ich Favismus habe und das kannte ich erst nicht und dann habe ich das gelernt und seitdem dann widerspreche ich dann nicht. Ja? Also das ist, also wenn man das mal gehört hat, dann kann man dann angemessen reagieren, wenn der Patient es schon selber sagt, ja. Oder wenn es in irgendeinem Arztbrief steht. Also das hatte ich jetzt auch früher nicht auf dem Schirm, aber ja, man lernt immer dazu. Gut, dann lassen Sie uns zum Schluss nochmal in die Zukunft gucken. Es sind ja einige sehr interessante Daten rausgekommen in den letzten Jahren zu neuen Antikörpern und einem neuen CNI. Vielleicht fangen wir mal mit den Antikörpern an. Hier vor allem die CD20-B-Zell modulierenden Antikörper. Rituximab geben wir in der Nephrologie und in der Rheumatologie schon länger. Das hat ja in der Lupusnephritis, zumindest meines Wissens nach, in den Studien jetzt nicht so überzeugt.
Was können wir denn jetzt von den neuen CD20-Modulatoren erwarten? Ja, also wir setzen natürlich Rituximab hier und da weiter ein, aber es ist nicht zugelassen, dementsprechend mit entsprechendem Aufwand verbunden. Insofern ist die Hoffnung natürlich sehr groß, dass mittelfristig Obinutuzumab zugelassen wird für diese Indikation, damit wir das auch endlich mal rein gewissens einsetzen können. Aber soweit ist es noch nicht. Wir haben jetzt Daten einer Phase-2-Studie gesehen. In dieser Studie hat man gesehen, dass die B-Zellen viel schneller und viel stärker depletiert werden als mit Rituximab. Das bestätigt das, was man ja von der Myelomtherapie kennt. Dafür ist ja Obinutuzumab auch entwickelt worden. Also es gibt gute Gründe zu glauben, dass diese Substanz deutlich potenter ist. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum man jetzt in dieser Phase-2-Studie auch tatsächlich mal den primären Endpunkt erreicht hat, was ja vorher in selbst größeren Phase-3-Studien mit Rituximab nicht erreicht werden konnte. Dafür gibt es viele andere Gründe, Studiendesign und so, da könnte man jetzt länger drüber sprechen. Aber wichtig ist, also das ist eine gute Perspektive, auf die wir alle warten. Also man könnte sagen, wir können die Tage zählen, bis das vielleicht irgendwann mal kommt, weil dann hätten wir mit Sicherheit ein potentes Medikament, von dem wir ja auch bei der Ankervaskulitis wissen, dass es sehr wirksam ist und auch langfristig als Erhaltungstherapie die Prognose substanziell verbessern könnte. Da wäre die Hoffnung, dass das endlich auch mal dann für den Lupus gilt. Wir haben ja bei Lupus schon viele Biologiker ringsherum gesehen, die Wunder bewirkt haben. Und beim Lupus ist bisher noch nichts davon angekommen. Also das wäre die Hoffnung, dass bei uns dann auch endlich mal glorreiche Zeiten einsetzen. Was aber viel relevanter ist, ist, dass ja jetzt praktisch Belimumab schon um die Ecke kommt. Also möglicherweise dieses Jahr schon zugelassen ist. Zugelassen wird. In Amerika ist es ja schon zugelassen für die Indikation Lupus Nephritis und für die, die sich das getraut haben, war es ja auch schon seit 13 Jahren verfügbar mit einem erstaunlich großzügigen Label. Also da war ja die Lupus Nephritis nicht ausgeschlossen. Man durfte es nur nicht explizit für die Lupus Nephritis geben, aber ich meine, jeder, der Lupus-Patienten hat, der weiß, man findet schon immer irgendeinen extrarenalen Grund, warum man vielleicht Belimumab geben möchte und insofern hat ja der ein oder andere eben auch schon Erfahrung damit gesammelt. Und insofern ist es jetzt keine große Überraschung, dass das Medikament auch bei der Nephritis wirkt. Ich denke, hier wird man noch mehr darüber reden müssen, wann, wo, wie, bei wem. Aber die Studie ist ja jetzt mal so gemacht worden, dass es allen gegeben wurde und dann mit einer relativ akzeptablen Number Needed to Treat tatsächlich auch signifikant besser war. Also ob man das jetzt tatsächlich jedem Lupus-Patienten, also Lupus-Nephritis-Patienten sofort nach der Biopsie gleich geben muss, weiß ich nicht. Da werden wir wahrscheinlich ein breites Spektrum an unterschiedlichen Herangehensweisen erleben und ich fühle mich also absolut nicht in der Lage, jetzt zu sagen, was man absolut machen muss und was man nicht machen muss, sondern ich denke, hier gibt es ein gewisses Spektrum an Möglichkeiten und wenn wir nach ein paar Jahren mal so die Erfahrung zusammentragen und vielleicht dann in den nächsten Jahren lernen, wer von welchem Medikament am meisten profitiert. Wichtig zum Belimumab ist zu sagen, es gibt 13 Jahre Safety-Erfahrung, also man weiß genau, womit man zu rechnen hat, was die Nebenwirkungen angeht und es gibt, man weiß, dass dieses Medikament nicht am Tag danach schon wirkt, sondern dass es eben eine gewisse Zeit hat, also eher so wie beim Chloroquin halt und jetzt weniger wie beim Cortison. Insofern macht es vielleicht auch Sinn, das von Anfang an gleich zu geben, damit man jetzt nicht, wenn man sagt, irgendwie nach 3 Monaten tut sich nichts, na jetzt gehen wir mal Belimumab noch mit dazu und dann muss man erst wieder 6 Monate warten, um zu gucken, ob sich was tut. Ist psychologisch nicht so günstig, dann könnte man vielleicht, macht schon Sinn, das gleich am Anfang mitzugeben und dann das als Gesamtinduktionstherapie dann auch das ansprechend zu bewerten und würde eben auch diesem Konzept der Kombinationstherapie von Anfang an auch entsprechen. Also das wird die erste Option sein, die zur Verfügung steht. Und Voclosporin wollen Sie wahrscheinlich auch noch ansprechen. Auch das wäre jetzt die nächste Frage, ja. Ja, also das wird ja wahrscheinlich auch dieses Jahr noch zugelassen werden. Insofern denke ich, muss man das jetzt in dem Kontext mitdiskutieren. Und ja, also Voclosporin hat auch einen gewissen Hintergrund. Die Chinesen machen schon seit mehr als 10 Jahren multi-targeted Therapie, das heißt MMF plus Tacrolimus. Das haben wir in Europa bisher nicht gemacht, weil das immer rein chinesische Studien waren. Da musste jetzt erst Voclosporin kommen, dass man sagt, das ist auch für Europäer vielleicht brauchbar. Wobei wir jetzt noch nicht die Subgruppenanalyse gesehen haben, ob es denn in der Studie auch tatsächlich bei Europäern wirksam war.
und nicht nur besonders gut bei Chinesen und bei den anderen allen nicht. Und dann im Mittelwert war es dann aber doch signifikant. Also ich denke, da müssen wir die Publikation nochmal abwarten, aber oder so Gruppenanalysen abwarten. Aber das sind wichtige Fragen. Nur grundsätzlich denke ich, gibt es wenig Zweifel daran, weil, wie gesagt, auch bei der Transplantation haben wir mit MMF und CNI eine gute Erfahrung gemacht. Und das Immunsystem ist jetzt beim Lupus nicht grundsätzlich anders als bei Transplantation. Insofern habe ich eigentlich keinen Zweifel, dass Patienten auch von so einer Kombination profitieren werden. Für die Liebhaber der Proteinurie wird es besonders sympathisch sein, dass die Proteinurie rasch runtergeht. Und allerdings haben wir ja in der Mentor-Studie bei der primären Membranösen gelernt, dass man das nichts heißen muss, ne, wenn die Proteinurie schnell runtergeht. Also langfristig ist natürlich der GFR-Abfall interessant und das wissen wir jetzt für diese ganzen Substanzen noch nicht, was sich langfristig besser auf die GFR-Slope günstig auswirkt. Aber ich denke, es gibt für beide Medikamente jetzt gute Gründe, damit mal Erfahrung zu sammeln. Und wenn irgendwann noch Ubinotuzumab dazukommt, dann sind wir auch endlich mal in einer komfortablen Situation, auch mit dem Patienten individuell Vor- und Nachteile zu besprechen. Ganz herzlichen Dank. Das war extrem spannend gewesen. Das hat, glaube ich, auch gezeigt zu Beginn unserer Beschäftigung mit den Glomerulonephritiden, warum Nephrologie so ein tolles Fach ist und warum bei allen Einschränkungen, die solche Guidelines haben, und Sie haben es ja angedeutet, dass es auch extrem wichtig ist, dass wir uns immer wieder damit beschäftigen. Herr Anders, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir wünschen Ihnen, wir zeichnen auf in der Pfingstwoche, ein schönes Pfingstwochenende, hoffentlich ein paar freie Tage. Und wir freuen uns dann in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, weiteres von Ihnen zu hören. Ganz herzlichen Dank. Grüße nach München. Tschüss. Dankeschön. Wiedersehen. Tschüss.